Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist es diesmal das Manga-Sammlungs-Update. Beziehungsweise Manga-Sammlungen mal wieder zeigen. Es ist jetzt schon knapp 2 Jahre oder so her. Also schon ein bisschen über 2 Jahre. Ich glaube, das letzte war im Oktober mal vor 2 Jahren. Ja, es ist wirklich schon lang her. Und dachte ich mir, ja, machst du mal wieder ein Manga-Update-Video. Und jo, zu all den Dingen, die sich bis jetzt mal angesammelt haben. Damals hatte ich ja nicht so viel, jetzt mittlerweile viel. Ja, es ist ja auch schon mittlerweile ein neues Regal angekommen. Und also, ja, okay. You know what I mean. Ja, fangen wir einfach mal hier an. Hier vorne ist einfach mal, also hier oben habe ich die Postkarte mal hingeklebt manchmal, so. Ja, hier sind so Pokémon-Sticker. Hier ist einmal der Aussteller von Hyokoi. Miku zur Seite bitte. Die war damals, glaube ich, auch schon da. Ich weiß es nicht. Hier auch der Anhänger, wo es in der ersten Auflage gab. War das zweite Band? Ja. Davon habe ich auch eigentlich so ziemlich 1 bis 8 da. Band 9 und 10, die müsste ich mir theoretisch jetzt nochmal besorgen. Vor allem, weil bei Band 10 die auch noch der Band Poster drin ist, ein schönes. Ja. Dann einmal Sugar Soldier Band 1 bis 10 komplett abgeschlossen. Was ich echt schade finde, obwohl ich sagen muss, ich habe die beiden Bände noch, also ich habe glaube ich 8, 9 und 10 immer noch nicht gelesen. Okay. Müsste ich dann mal tun, ne? Aber ich habe noch einiges sowieso zu lesen und ja. Dann kommt hinter Madoka Be My Slave, Band 1 bis 2. Ich glaube, Band 3 ist auch schon mittlerweile erschienen, ne? Ja. Ich don't know. Ja. Dann einmal Ziyung für die Liebe, Band 1 bis 4, wo ich mich sehr drauf freue. Diesen Monat kommt Band 5 raus, was auch leider der Abschlussband ist. Aber die Story, ich fand die so geil. Also, ja, so mega. Da war ich wirklich richtig mit drinne. Ja, achso, hier ist übrigens auch noch die Sticker von Yokoi. Da steht halt Madoka drauf. Ich kann ja nochmal die Pico mit einbeziehen. Das ist einmal meine Madoka. Ja, die habe ich ja auch schon seit Februar diesen Jahres mir geholt mal. Jo. Dann meine Miku, die ist jetzt auch schon 1-2 Jährchen alt. Ich weiß gerade gar nicht, wann ich die geholt habe. Ich glaube, das war sogar letztes Jahr. Ja, es ist schon ein bisschen her. Also, ja. Jo, ich mache erstmal mit den Mangas weiter, bevor ich überhaupt mit den Figuren anfange. Dann Sommer der Glühwürmchen 1 bis 5. Ich weiß gar nicht, ob nun Band 6 erschienen ist. Ja. Da ist dann einmal Miyako auf den Schwingen der Zeit. Band 1. Band 2 habe ich auch. Also es ist, ich habe auch Mangas, die habe ich noch gar nicht ins Regal eingeräumt. Es liegen hier viele Mangas, die habe ich wirklich noch nicht eingeräumt. Die muss ich dann mal tun. Deswegen, ja. Auch das Manga-Update zu Oktober, was ich eigentlich machen wollte, hänge ich dann wieder mit im November mit dran. Weil, ja, ich habe mir einfach bis dahin nichts mehr geholt. Ja. Und das ist auch nicht viel. Ja, mein Kalender ist auch angekommen, so mein normaler Kalender. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich den überhaupt zeigen soll. Ja. Also falls ihr die Zeichnerin Panzucci nennt, die hat für nächstes Jahr einen Kalender rausgebracht. Und da habe ich mir auch einen bestellt, weil ich finde ihre Zeichnungen so toll und ja. So, dann einmal Citrus ohne Kabel bitte. Einmal Citrus, Band 1. Ich wollte es mir eigentlich immer die ganze Zeit weiter kaufen, aber immer noch nicht bis jetzt getan. Umaro ein bisschen vorrichten, der ist eine kleine Umaro. Hier vorne, das gehört mit zu Supersonico, sowie das auch. Also das da. Das ist zu Miyako noch dazu, ist der Schlüsselanhänger. Hier sind so Postkarten, die waren auch so bei Supersonico dabei. Ja. Ich mache jetzt einfach mal bei oben weiter kurz.
Hier oben einmal die Miku, die ja auch im Juli ankam, über die ich mich so freue. So Buttons, ich habe so echt viel da, ja. Dann einmal die Rotkäppchen Miku. Eine Snow Miku. So ziemlich die Coochie davon. Die Originale, die hole ich mir demnächst sogar noch. Also, das heißt die Originale. Die Nendo direkt. Mit den Ausbestandteilen und so. Ja. Oh, die ist auch nicht gerade billig, also ja. Hier vorne sind auch zwei Free-Figuren. Oben liegen so Buttons rum, hier sind auch welche umgefallen, sehe ich gerade. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier vorne weiter. Mein Magic Fridays 1 bis 11. Komplett. Muss aber die Reihe auch definitiv noch weiterlesen, weil ich habe, glaube ich, nur bis Band 3 gelesen. Ja, Band 4 hatte ich schon da gehabt und dann habe ich mir ja den einen Update 5 bis 10 geholt und dann später nochmal Band 11. Ja. Hier vorne steht einmal Luca, meine erste Figur von allen, die ich hier hatte. Ja. Dann dahinter Blue Spring Ride 1 bis 4. Die müsste ich mir eigentlich auch mal reinholen, die Reihe. Das ist alles Zweitauflage. Ja, also, alt, mein Stuhl hat gerade gerubbelt. Ja, ich sitze, stehe auf meinem Stuhl. Ziemlich. Dann einmal Diabotte Band 1. Die Reihe wollte ich mir heute holen. Ich weiß auch nicht, ob ich sie mir heute hole. Ja, weil ich damals auch noch mit wegen der Sugarcard die Manga auch mitgeholt habe. Dann noch Fesselnder Liebe, den ich eigentlich auch noch nicht gelesen habe. Wie gesagt, ich muss auch einiges ein bisschen lesen. Ja. 31 Dream. Dann Nach der Schule, Doppelpunkt Liebe. Müsst ihr ja schon. Genau, Band 4 müsste eigentlich auch schon draußen sein, ne? Habe ich den schon gelesen? Ja, den habe ich schon gelesen, okay. Ja. Kikenmania, gefährliche Liebe. Gefährliche Liebe. Gefährliche Leidenschaft. Ich hab's nicht so mit Deutsch. Ja, das ist Band 1. Band 2 habe ich noch nicht, so wie. Das glaube ich, das mit 2 Bänden abgeschlossen oder hat das mehr? Ich habe keine Ahnung. Also ja. Dann Romantica Clock 1 bis Band 8. Band 9 ist glaube ich auch schon draußen, den werde ich mir definitiv dann noch holen. Und Band 10 ist ja auch mit dann die Reihe abgeschlossen, so wie mit Schokosaurier. Ja. Dann hier drüben, ja, Beauty and the Devil und Midnight Devil, so die Reihe gehören ja eigentlich ziemlich alle zusammen. So die kleine Perverso-Reihe von mir. Ja. Hier vorne ist Sakura Miku, Supersonico. Hier sind meine Schokocards, alle so ziemlich, die ich da hingelegt habe. Ich muss mich jetzt erstmal auf den Boden hinsetzen. Hier vorne ist übrigens nur das Buch von Miku. Sie steht gerade woanders. Ja. Hier unten die Maske von Kakashi. Die habe ich ja damals mal auf der Frankenmax bekommen. Wo ich eigentlich mal wieder hin wollte auf die Frankenmax. Aber ich weiß nicht, wann sie wieder ist. Ich glaube, im Dezember ist die wieder, ne? Nee, mal schauen. Ja. Hier oben auch wieder so eine Postcard. Mangas, Mangas, Mangas. Einmal Orange. Band 1 steht hier. Bisschen schräg, komisch, ich weiß. Band 2 liegt auch noch auf dem Tisch bei mir. Da ist auch Fairy Tail Band 1. Bei Naruto Band 72. Dann Naruto im Schnee. Oh. Ich hab's nicht so mit den Namen. Geheimmission im Land des ewigen Schnees, genau. Dann Rock Lee. 1 bis 7, auch abgeschlossen. Davon kommt dann auch noch von Sasuke gibt's ja auch so eine Reihe. Ich freue mich, wenn das rauskommt. Richtig dolle. Ja. Die Kapitel gibt es ja auch nicht wirklich online. Also ich habe zwar das erste Kapitel oder so gelesen, aber ja gut, habe ich gesagt, ne? Machen wir erstmal gleich hier oben das. Hier oben ist einmal von meiner Fairytale-Kette die Verpackung, die man jetzt nicht sieht, weil Natsu davor steht. Auch wenn da Natsu mit drauf ist, aber gut. Ja, dann hier vorne ist das Autogramm noch, wo man irgendwie gerade nur Naruto sieht, warum auch immer. Ja gut. Ja, mit Naruto und Sasuke und das Autogramm halt von Kishimoto. Dann hier auch nochmal von meiner Naruto-Kette. Hier unten sind Sasuke und Naruto.
Mein Conor-Stirnband, meine Art Kreditkarte, die war auch damals bei der Frankenmax dabei, von Sakura, die ich echt schick finde. Hier steht einmal ein Ehren. Das hier ist übrigens ein Fanart, was ich damals bei einem Tausch bekommen habe. Ja. Also hier ist Ehren. Weil hier ist nämlich auch gleich Attack on Titan, wie man mitbekommen hat. Hier ist so ein Rubberstrap. Das ist mein Anhänger, meine Kette von Attack on Titan. Das ist die Naruto-Kette, die liegt irgendwie falsch. Hier ist auch nochmal ein Levi-Anhänger. Dann hier das Poster, wobei No Regrets dabei war. Ja. Dann hier Attack on Titan 1 bis 15. Ich müsste mir Band 16 noch holen. Hole ich mir definitiv auch noch, das ist schon geplant. Ich glaube, jetzt Ende November kommt jetzt auch schon Band 17 raus. Ja. Ja. Dann ist hier einmal Attack on Titan No Regrets, Band 1 und 2. Und dann noch Before the Fall und Inside. Ich müsste mir noch einiges holen. Besser als Before the Fall müsste ich mir weiterholen. Aber ich denke mal, als nächstes werde ich mir dann Band 16 holen. Plus Outside. Ich weiß jetzt auch nicht, was noch rausgekommen ist und so. Ja, hier oben ist auch so alles von Attack on Titan. Meine Postkarte, die verdammt flauschig ist, die gab es damals bei der Conneco dabei. Ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch gibt. Also einfach mal im Online-Shop bei Conneco nachgucken. Da müsste sie eventuell mal drin stehen. Ich weiß auch gerade nicht, welche Ausgabe das war. Ja. Dann mal eine Zeichnung von Eren, die von mir ist. Die stammt von mir. Ja, die habe ich selbst gezeichnet. Ja, ist schon lange her. Dann von meiner Attack on Titan Kette. Levi. Das Lesezeichen. So, der Button ist auch noch von der Frankenmax letztes Jahr. Das Lesezeichen, da ist der Näher vom. Ach, wie heißt's? Genau, von der Box. Hier steht einmal Levi. Ist auch noch so ein Sticker da hinten. Hier vorne auch, Eren und Levi. Ignoriert die Herzen hier vorne drauf. hinten ist, glaube ich, von Gintama oder so. Ein Button. Ja. Auf jeden Fall hier beginnt Tokyo Ghoul 1 bis 14. Plus das kleine Artbook, was da so klein ein bisschen da drin steht. Das Saki Artbook. Ja. Tokigiri habe ich noch nicht eingebaut. Ich muss mir auch noch Band 2 holen dann noch. Ja. Hier vorne ist auch übrigens Omaru. Da oben ist Kotori. Und One Piece Sticker. Was von Magister Nehemagi. Makoto. Da drüben auch übrigens Nagisa auf der anderen Seite. Also da drüben. Auch nochmal Kotori und Nico von Love Live. Hier ist Haru. Love Live. Seraph of the End. Alles klar, man schreibt, ich mache komische Geräusche. Ja, hier vorne ist meine Kaneki-Figur. Ja, dann ist einmal, ich kann Kaneki mal kurz hochheben. Hier vorne ist ein Sticker. Hier ist auch nochmal Nagisa. Die Boys Love Mangas von Kaze in diesem Pinkton, wo ich drei habe, aber mir fehlen noch zwei. Ja. Dann einmal Dusk Maiden of Amnesia, Band 1 bis 5. Ich weiß gar nicht, ob ich Band 6 und 7 habe. Ich glaube, ich habe Band 6 und 7 nicht. Ne, die müsste ich mir dann demnächst mal zulegen. Ja. Dann ist hinten noch Seraph of the End, wo ich auch schon Band 3 habe. Band 4 ist auch schon erschienen. Hier war mein Stirnband übrigens drin. Und hier ist die Autogrammcard von Citrus. Unser Bruder. Ja. Jo. Dann einmal hier unten, voll unübersichtlich, was echt dunkel ist. Also hier unten wird eigentlich null beleuchtet. Ja, deswegen. Eigentlich könnte ich meine Lampe herholen. Knickt mal ein bisschen ein. Ja, gut, so geht's erstmal.
Hier oben liegen einmal, die habe ich erst noch nicht lange, so Notizblättchen. Einmal von Rila Kuma und von Sentimental Circus. Das klang gerade irgendwie komisch. Ja. Ich lege die mal ganz kurz hier unten hin. Dann hier liegt hier Sternsammler. Ich habe immer noch kein Band 5 von Sternsammler. Ansonsten liegt hier alles von Sternsammler drauf. Hier oben liegt zwar noch die Autogrammkarte, also die vorgedruckte Autogrammkarte von Hyokoi. Würdest du bitte loslassen? Dankeschön. Ja, von Hyokoi. So. Dann hier unten Hanabishi. Sword Art Online-Anhänger von Yuki. Yuki Lieblingscharakter. Ich glaube, ich brauche nicht weiter zu sagen. Dann von Goldfish. Einmal. Das gehört noch zu Hanabishi, aber ich war, hatte da überhaupt keinen Bock mehr, den zusammenzubasteln. Ja. Hinten Mangas, Beast Boyfriend 1 bis 7. Ich habe 1 bis 8, also das liegt, wie gesagt, da liegt wirklich viel noch auf meinem Schreibtisch. Ja. Sankarea 1 bis 6, was sich bis jetzt nie was geändert hat, aber eigentlich ist es aber jetzt zurückgeschlossen. Ich werde es mir langsam mal nachholen. Ja. Dann einmal Corpse Party habe ich noch 1 bis 3. Ja. GD Dogs. Ajin. Auch noch hier in der Erstauflage. Ja. Sword Art Online. Davon wollte ich mir dann eigentlich noch. Das ist ja Inkrad. Fairy Dance. So ziemlich noch holen. Dann ist hier vorne Swamp. Wo ich ja auch schon 1 bis 4 und Band 9 habe. Sie liebt gefährlich, habe ich Band 1. QQ Sweeper. Küsse und Lügen. Magical Girl of the End. Band 1 bis 5 und Band 9. Habe ich davon nicht auch Band 6 geholt? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Ja, man sieht schon wieder. Die Braut des Magiers. 1921. Kuro. Shinshido May Cross. Goldfisch, Rainbow Revolution, Dein Verlangen gehört mir, das habe ich auch schon, da liegt halt auf meinem Schreibtisch. Liebe Küsse Körper, Blues Exorcist und Küss ihn nicht mich, wovon ich mir unbedingt dann noch Band 4 holen muss, weil die Story, die ist einfach toll. Hier oben liegt eigentlich eher mein Death Note. Also, das sieht man jetzt nicht, aber hier oben liegen auch die Poster. Ja, fall halt um. Ja. Hier oben liegen auch noch die Tattoos, die wobei Savant dabei waren. Was von Koneko, hinten eine Green Tea. Aber wie gesagt, oben liegt mein Death Note. Ja. Hier unten sind so die Sailor Moon Figuren von mir. Ja. Hier oben sind auch so Sailor Moon Figuren von mir. Warum Chibiusa eigentlich so weit vorne, das weiß ich nicht. Hier von der Reihe fährt mir nur noch Pluto, die ich dann irgendwie mal ranbekommen muss. So langsamer. Hier unten, also hier unten liegt einmal ein Pikachu. Hier ist noch ein Pikachu. Hier ist ein Lipgloss, der übelst gut riecht. Also, Halleluja. Ja. Dann sind da hier die Sticker von Küss ihn nicht mehr. Hier bestehen auch Pop-Aufsteller erstmal hingestellt. Ja. Da habe ich auch diese Münzen draufgestellt, die bei der Koneko und bei der K-Bank dabei waren. Unten ist auch was von Super Sonico. Dann eine Miku. Was ich mitbekommen habe, ja, ich habe sehr viele Mikus. Einmal eine Miku, kannst du mit den Mikuwa nicht mal aufhören. Ja. Dann hier unten Homura und Madoka. Einmal, also Devil Homura und Ultimate Madoka. Madoka Magica kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich liebe diesen Anime. Göttlich. Genauso wie Black Hawk Shooter. Ja. Dann hier unten, wo ich mich theoretisch eigentlich bücken müsste. Also hier unten sieht es am katastrophalsten aus. Also bitte nicht wundern. Ja. Ich habe hier auch unten ein paar Tauschmangas liegen. Wie zum Beispiel der da. Ja. Und liegen auch so Postkarten. Also hier unten ist jetzt nicht sowas. Hinten dann mehr so von der Reihe. Kurenai. Der Prinz mit den gläsernen Schwingen.
Mehr als ein Geheimnis, Noah, Home Sweet Home, ein wirklich schlimmer Sänger, Verlangen nach Liebe, zusammen mit dir, ja, verrückt nach Erdbeere, Fading Colors, Dears, 1 bis 2 plus das Fanbook, Dears ist echt schwer ranzubekommen, also ja, Lalala Halleluja, VIP, Welt ohne Freiheit, Bloody Mary, warum bist du nicht so gescheit drinne? 1 bis 6. Was ich mich aber auch gerade frage, bei Amazon steht da bei Band 7, also es gibt zwei verschiedene. Einmal die normale Version von Band 7 und dann eine Sonderausgabe, die dann 10 € kostet. Was zur Hölle? Also, ja, was ist da bitte drinne? Ja, ich meine, ich kenne das zwar von Ten Count, wo jetzt auch so Figuren sind, die da rauskommen. Das habe ich mir auch vorbestellt. Ich wollte Ten Count sowieso schon lange holen. Den Anime, die Mangas werde ich mir jetzt auch definitiv holen noch demnächst. Ja. Dann einmal Diener des Mondes, Magic Girl Side, Krab der Schmetterlinge, Mein göttlicher Verehrer, 1 und 2. Band 3 liegt hier oben. Jo. Wolfgang Black Prince, Oh Little Devil und Love Hotel Princess. Weiter liegt jetzt auch nicht hier unten was. Es ist, wie gesagt, das ist. Ja, hier unten habe ich nicht aufgeräumt. Ja. Das zum Thema. Ja. Hinten steht auch übrigens meine Miku. Die stand auch bei meinem Attack on Titan Video dort. Hier habe ich schon mal was. Hier habe ich mal was gezeichnet in dem Buch. Mein Laptop mal runtermachen kurz. Ja, hier ist Naruto, Naruto, Naruto. Ja, also hier oben auch viel meine Federmappe. Und wie gesagt, hier ist so der Stapel der Schande, den ich noch nicht eingeräumt habe. Ja. Und ich denke mal, ich werde jetzt erstmal rüber ins andere Regal wechseln. Und ja. So, hier bin ich wieder. Und zwar ist das. Also, das Regal ist jetzt schon fertig mit der Manga-Sammlung. Und zwar fangen wir jetzt hier an. Hier ist jetzt auch nicht so viel. Von hier stehen jetzt eigentlich mehr Animes, die mir und meinem Bruder gehören. Ja, ich habe hier oben nur halt auch was hingestellt, wie zum Beispiel meine Lampe hier. Ja, Rila Kuma, den gab es mal bei uns im Kaufland. Ja, also hier sieht man es auch schon. Super Sonico, Totoro, Dragon Ball. Dann hier so die Reihe. Und ja, wie gesagt, hier liegt alles rum. Also, ja. Unten habe ich es auch noch zu Buzzer Chronicles stehen. Aber gut. Ja, hier ist auch noch was. Also, ja. Jo. Was hier meistens sind dann noch so Poster. Hier sind meine Perücken meistens. Ich habe noch keinen ordentlichen Platz, weil ich noch nicht solche Perückenhalter habe oder so. Ja. Hier sind jetzt zum Beispiel unter anderem. Also, noch mehr, Pü also mehr Bücher. Das ist. Niemals sogar eine Roomtour, jetzt sogar schon. Ja. Hier unten habe ich auch unter anderem Kartons noch mitstehen. Da ich keinen Platz mehr habe für die, weil da oben steht eigentlich alles. Und auf dem anderen Schrank steht auch noch alles. Ja, hier unten sind so meine Plüschis mit anderem. Meine Pikachu, Nemo, Neko, Miku, Natsu. Und ja. Hier ist auch übrigens noch meine Tasche von Tokyo Ghoul. Hier vorne ist, ob ich ein bisschen winterlich dekoriert. Ich weiß, man sollte keine Figuren an die Fenster stellen. Aber ich mache es meistens immer so, wenn wirklich die Sonne durchkommt, mache ich das Rollo immer runter. Da steht die Figur immer weg. Ja. Jo. Dann einmal fange ich mal ganz oben an. Also hier oben habe ich auch nochmal Kartons stehen. Einmal eine Naruto-Figur. Und Kurama, auch mal zu Naruto gehört, zu den größeren Funko-Pops. Ja, dann einmal hier, ist auch noch nicht so viel. Die Sailor Moon Figur Art Zero Figuren. Nun ist schon wieder umgefallen. Hier vorne sind so Schlüsselanhänger. Ich wusste zwar nicht, dass das so liegt, weil eigentlich habe ich so eine Position immer für die. Ja, dann hier einmal auch Super Sailor Moon und Blackwork Shooter. Hier hinten ist Black Butler 1 bis 7. Dann A Silent Voice und My Hero Academia. Da oben liegen auch die Sticker dazu. Hier ist
das Artbook dazu und hier hinten ist noch die Sternspiele, die ich damals mal gewonnen habe bei der Kati. Also Facebook. Ich weiß gerade nicht ihr der Name, aber ich weiß, dass sie Kati heißt. Ja. Ja, also hier unten ist dann, also wenn wir hier vorne anfangen, hier ist meine Kette von Sailor Moon mit GPU-Anhänger. Mein Handy zoomt jetzt nicht dran. Gut, das will ich jetzt nicht. Ja, hier vorne sind auch so Anhänger von den, ich habe gerade den Namen vergessen mal wieder. Ja. Twinkle Dollies, genau. Den Mondstaub, den habe ich hier dran gehangen. Den gab es nämlich bei der Petite Cara von der Sailor Moon dazu. Ja, wo es davon auch noch eine zweite Version gibt in Silber, die ich mir unbedingt noch holen muss. Also, ja. Dann einmal, hier sind die ganzen Sailor Moon Mangas 1 bis 12 plus die Einzelbände, also Sailor V und Short Stories. War auch mit meiner ersten Manga, wo ich angefangen habe zu sammeln Sailor Moon. Dann hier hinten ist Madoka, so ziemlich der Anfang von der Reihe. Also, das ist jetzt abgeschlossen, ist direkt Madoka. Und das ist Oriko, das sind so, ja, halt was mit eingefügt worden ist und das, ja, genau. Dann hier ist ja Black Box Shooter und dann noch The Game, den Manga. Und da oben ist Postkarte zu Black Box Shooter, da ist auch eine von Serenity. Hier ist Black Goldza, die ich dann dieses eine Wedding Dress reingeschlüpft habe. Chibi Chibi, Black Lady, dann von diesen Candy, die Sailor Moon, die finde ich recht süß mit dem kleinen Stab auch. Hier liegt auch Luna P. von, das sind so diese Desk-Figuren von Sailor Moon. Tuxedo Mask, dann Serenity und Eternal Sailor Moon. Hier vorne sind auch nochmal so diese Broschen, die dazugehören eigentlich mit. Zu den Anhängen oben. Hier vorne, ja, das sind Miniatur-Tablets. Die Eternal-Brosche und, die Sternspieluhr, ich finde die richtig schön, also ja. Hier vorne sind einmal Sailor Moon, Mercury und Mars von der Figure Zero-Reihe. Dann hier der. Ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Ja, in der dritten Staffel, damit sie sich dann in Super Sailor Moon verwandelt. Irgendwann fällt mir der Name eh wieder ein. Nur gerade irgendwie nicht. Ich weiß auch okay, nicht. Nee. Ja, von den dreien kommen ja dann auch noch Jupiter und Venus, glaube ich, raus nächstes Jahr. Freue ich mich auch schon drauf. Ich habe die beiden anderen zwar nicht vorbestellt, weil es sein kann. Ich glaube, Jupiter kommt ja jetzt, glaube ich, im Dezember raus in Japan. Weil es sein kann, dass ich sie mir aus Japan dann direkt bestelle und dann habe ich sie auch eher. So wie Venus. Ja. Aber sie sind toll. Also ja, ich hoffe mal noch, dass die anderen auch noch rauskommen. Also die so Pluto, Uranus, Neptun, Chibi Moon wäre auch ganz süß. Also auf jeden Fall gehört die mit dazu und ja. Hier vorne ist einmal nochmal Black Hawk Shooter. Da hinten ist meine Publica-Brosche. Das war jetzt das Sailor Moon Kette. Dann ist hier so eine Gashapon-Stab. Hier vorne ist die Sailor Moon Petite Cara Deluxe. Die habe ich in so ein Wedding Dress geschlüpft, weil sie so süß aussieht da drin. Und ja, ich glaube, davon gibt es auch zurzeit Chibi Moon bei Figuya. Und ja. Darf ich nochmal kurz gucken? Dann hier vorne sind wieder so mehr Animes jetzt. No Game No Life Schuber. Ja, ich habe den Rest auch noch nicht geholt. Und ja, dann ist hier Attack on Titan. Devil is a Part-Timer. Madoka Magica, der Film, also Rebellion. Und dann noch der Anime dazu. Free, Four Version 1 und 2. Ich muss mir noch die anderen beiden holen, definitiv.
Dann ist da hier so die OVA, die gab es bei den Figuren dazu von Black Hawk Shooter. Ich habe jetzt nur eine davon. Das war, glaube ich, die von der Figma. Die andere, die habe ich einer Freundin von mir geschenkt, weil ich brauche die einfach nicht zusammen. Brauche nicht zwei Stück und ja. Dann ist da hinten Sailor Moon Crystal, Volume 1 und 2. Das dritte Volume steht da hinten auf dem Schreibtisch. Nummer 4 muss ich mir definitiv auch noch bestellen dann. Dann Seraph of the End. Ja. Da hinten sind dann meine ganzen Naruto-Filme, also ja. Plus der neue, also Will of Fire, ist auch mit schon dabei. Ja, den habe ich mir ja vorbestellt. Also Naruto-Filme bestelle ich mir eigentlich immer vor bei Amazon. Die sind echt schnell dabei. Ja, also KSM verschickt die ja dann selbst. Ja. Hier oben ist dann einmal noch ein Eren. Den habe ich da hingestellt, dezent. Hier vorne ist noch das Motorrad zu den Figmas. Dann eine Snow Miku von, also die von 2016. Ich bin mal gespannt, wann es die von 2017 zum Vorbestellen gibt. Ich muss die mir definitiv, also die werde ich mir dann definitiv holen. Ja, ich finde das Design sehr süß. Also die haben ja auch schon die Designs veröffentlicht. Ja. Dann einmal Shiro von No Game No Life. Und dann das letzte noch Felia von Komet Lucifer. Jo. Ich will das mal wieder hochbewegen. Uff. Ja. Das war's aber auch auf jeden Fall schon mit dem Video, weil mehr habe ich jetzt auch nicht. Jo. Also mehr habe ich jetzt wirklich nicht. Aber es hat sich schon recht viel angesammelt innerhalb von den paar Jahren mit. Dadurch, dass ich auch manchmal eine kleine Manga-Pause hatte. Und die gerade mal wieder einwirkt, weil ich gerade nicht so viel Lust auf Mangas habe, sondern da Figurenwahn mal wieder anfängt. Also, ja, also man merkt schon, ich habe auch recht viele Figuren und ja, ich sammle beides gerne. Ja, das ist dann immer die Gelegenheit, ja, verzichtest du auf eine Figur oder holst du dir einen Manga? Das ist manchmal echt schlimm bei mir. Ja. Aber ich versuche immer beides zu holen. So ziemlich. Eigentlich verzichte ich dann mehr auf Figur. Ja. Achso, hier hängt ja auch noch was. Ja. Hier ist dann auch noch so Sailor Moon Kopfhörer, die ich von meiner Nichte habe, so wie die Tasche. Jo. Das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Vielleicht kommt mal im nächsten Video mal was mit Facecam. Vielleicht. Wer weiß. Weil das auch schon lange her ist. Und ich glaube, ich habe das immer zu Weihnachten gemacht mit der Facecam. Ja. Nee, das habe ich nur zu Weihnachten gemacht, weil ich die Brücke hatte. Genau. Ja. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und jo. Tschüss.